Die Reise bis hierher. Eine große Arena voller Blut. Ein erschlagener Riese. Ein Tribut in voller Höhe gezollt. Doch bevor der König unserem Reiter hilft, muss er seinen Hof der Toten haben. Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Darksiders Teil 2. So, ich habe nur nachgeguckt, ob mein Flaps aufnimmt, beziehungsweise mein Mikrofon, aber es nimmt das auch auf. Gut. Ich glaube, es ist ein bisschen laut, kann das sein? Ja, es kann ganz gut sein. So sollte man mich, glaube ich, ein bisschen besser verstehen. Also. Und hier sind wir auch wieder. Ja, bei Let's Play. Darksiders Teil 2. So. Das letzte Mal haben wir hier auf dem Eisernen Thron, glaube ich, aufgehört. Bin ich mir jetzt aber nicht so hundertprozentig sicher. Machen wir mal ein bisschen schnelle Reise, damit das hier ein bisschen schneller vorangeht, wenn ich wüsste, wohin. Okay. Kann ich mich da irgendwo in der Nähe hin teleportieren? Ja, kann ich. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach schnell dorthin. Ja, es ist auch schon wieder ein bisschen her, wo ich aufgenommen habe. Allerdings nicht so lange her. Denn mein Problem ist, ich kann nicht so häufig Darksiders 2 aufnehmen. Kennt man ja meine Probleme. Es gab noch irgendetwas. Hier wollte ich allerdings nicht hin. Einfach mal random Gegner kloppen. Ich glaube, ich habe auch erzählt schon, wie das ist. Ich habe mir nämlich... Ich habe sogar eben gerade sogar nochmal... So ein bisschen ein Standard-Equipment-Run, eher gesagt. Sprich, nur die Sensen. So war das. Ja. Und es gehen wieder Leute offline. Das ist doch herrlich. Das ist kein Ort für ein Pferd. Gut, da weiß ich schon, was ich einsetzen muss. Wie war das denn nochmal? Nimm mir doch einfach random das. Ich werde dienen. Die Stimme erinnert mich total an die von Azrael. Habe ich das schon mal erzählt? Leute gehen offline, Leute gehen online. Wie du wünschst. Ja, mach doch mal auf. Sehr schön. Da kann ich hoch. Gut. Ja. Da komme ich lang. Bezüglich meiner 100% Sache weiß ich immer noch nichts zu. Mann, habe ich viel Kohle. Ja. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen auch noch Standard-Equipment. Das heißt, ich brauche mir noch nicht mal Equipment zu kaufen. Und glaubt es mir, man hat nicht viel Kohle übrig. Man hat dann nicht viel Kohle übrig. Und die anderen Münzen braucht man erst gar nicht.
Ladebildschirm. Okay, einfach nur runterfallen. Noch mehr laden. Oh, ganz merkwürdig. Was haben wir denn da? Schriftrolle des Seelenlenkers. Ach so. War schon wieder fast... Nein, habe ich sogar verdrängt. Der Schacht... Schachel. Stachel, so. Was laber ich jetzt schon wieder für einen Schwachsinn? Bin ich blind oder so? Keine Kommentare bitte darüber. Danke. Ja, ich bin blind. Ich hätte mal zur anderen Seite mal gehen sollen. So. Ey, du sollst runter. Die beiden spielen übrigens GTA 5. Ob das was damit zusammenhängt? Gehen wir jetzt an und off gehen. Have you tried to turn it off and on again? Grimmige Sensen sind total schlecht, wenn ich das mal so behaupten darf. Erfahrungsgold. Ich hab doch mehrere Schriftrollen des Seelenlenkers gehabt. Oder irre ich mich da? So, ich muss da lang. Dann nehme ich mal an, gibt es hier irgendetwas? Kuckuck. Tschüssikowski. Eine Buchseite. Hast also hier in der zweiten Welt habe ich schon mal 5. Denn wir haben ja in der ersten Welt haben wir zwei gefehlt, glaube ich. Eindrucksvoll, muss ich sagen. Nur leider komme ich da noch nicht rein. Wenn ich das richtig sehe. Na egal. Ich muss alleine gehen. Reiten wir doch mal ein bisschen weiter. Ist mein Mikrofon in der richtigen Position? Ja, ist es auch. Reiten wir doch einfach mal ein bisschen weiter in dieser Richtung. Ihr haltet ganz schön was aus. Hier bin ich. Hallo? Sehr merkwürdig. Schnell für dich.
Scherzen wir aber hier nicht ein bisschen mehr rum. Schließlich haben wir eine Aufgabe zu erfüllen. Mach mal bitte auf. Danke. Grab des Judikators. Nett, nett. Ja, diene mir, indem du mal dahin gehst und mir das mal aufmachst. Finde ich aber nicht schlecht, die Idee mit den Leuten, die einem folgen. Ach, schade. Wobei. Den Teleportschlag kann ich im Moment besser gebrauchen. Ich hoffe mal, ich kann auch so ein bisschen beweisen, dass ich ein bisschen meinen Skill ein bisschen verfeinert habe beim No-Upgrade-Run. Upgrade-Run, sage ich schon. No-Item-Run. Kann man auch nicht sagen. Mann! Lass mich doch mal. Also ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber so viel Zorn, wie ich jetzt die Schnelle bekomme, ist das der helle Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn, wie viel und wie schnell auch ich Zorn bekomme. Ist ja heavy. Aus der Asche wurde ich wiedergeboren. Ja. Du. Schön. Scheiße. Wie du befiehlst. Oder kann ich das hier bewegen? Bewegen wir doch das.